Ja, schön hier zu sein, hier in Bayern. Ich hatte gestern schon eine Lesung in Deggendorf und bin heute von Deggendorf hierher gefahren. Und da fährt keine Autobahn lang, sondern man fährt wirklich über die Landstraße und man kann das bayerische Land sehen und die ganzen Häuser, die alle so in Ordnung sind und so sauber und die teuren Autos. Und das ist irgendwie so ein bisschen für mich Wonderland und auch Kulturschock. Also es scheint den Bayern ganz gut zu gehen. Ich lebe in Berlin-Kreuzberg. Mein Atelier ist in Neukölln. Und ich sehe also jeden Tag ziemlich viel kaputte Autos, kaputte Menschen, kaputte Häuser. Und hier ist das alles sehr ordentlich und sehr aufgeräumt. Ja, also ich habe viele Freunde, die überlegen, alle auszuwandern und wo könnte man mal hingehen und so. Also Bayern wäre vielleicht ja schon ein Anfang, ne, von Berlin. Muss man nicht. Ne? Und, ich habe das Gefühl, ja. Okay. Na gut, dann bleibe ich in Berlin. Ja, vielleicht kurz zu meiner Vita, weil auch die Presse und so, viele kriegen das irgendwie nicht so ganz geregelt. Da werde ich dann wahlweise als Künstler, als Kunstmaler oder als Autor oder als Therapeut verhandelt. Und in Deutschland ist das nicht so einfach, wenn man mehrere Disziplinen hat. Im Grunde ist es ganz einfach. Ich habe 20 Jahre, meinem 20. Lebensjahr bis zu meinem 40. Lebensjahr, mich mit Medizin beschäftigt. Ich war Therapeut, ich hatte eine Praxis in Hamburg für Naturmedizin, später nur noch für Psychotherapie. Ich hatte eine Dozentur, habe die Fächer unterrichtet: Anatomie, Augenheilkunde und Infektionskrankheiten. Und mich etabliert als Therapeut und genau mit 40 hatte ich meine große Midlife-Krise. Das ist sozusagen auch der Kern meines Themas, nämlich das auf den Bauch fallen und wieder aufstehen. Und mit 40 hatte ich die berühmte Midlife-Krise und bin ins Krankenhaus gekommen mit einer schweren Erkrankung und konnte so nicht mehr weitermachen. Jetzt bin ich 60, das ist jetzt 20 Jahre her. Und mit 40 habe ich mich nochmal neu erfunden. Ich habe die Praxis aufgegeben, die Dozentur aufgegeben, eine 13-jährige Beziehung aufgegeben und bin nach Berlin gegangen, um mich als Kunstmaler ernst zu nehmen. Eigentlich ein Wahnsinnsunterfangen, mit 40 als Quereinsteiger nach Berlin zu gehen und dort zu glauben, man könnte von Malerei leben. Das ist ziemlich irrsinnig, war es auch tatsächlich. Und das hat natürlich auch nicht gleich funktioniert. Ich habe 6 Jahre lang kein einziges Bild verkauft. Aber schlussendlich hat es doch geklappt. Das ist eigentlich schon ein kleines Wunder. Ich habe einen internationalen Kunstpreis gewonnen. Ich habe inzwischen Sammler, die mich kaufen. Meine Bilder werden mittelpreisig bis hochpreisig gehandelt. Also es hat tatsächlich funktioniert. Und mein erstes Buch, so bin ich dann zum Schreiben gekommen, hieß Die Heldenreise des Künstlers und beschrieb meinen Weg in die etablierte Kunstszene, aber auch den innerpsychischen Weg dieses sich ernst nehmen mit dem, was einem da fehlt, wo man glaubt, irgendwas fehlt da noch. Das war ein psychologisches Buch, aber es war auch ein sehr kunstspezifisches Buch. Aber es war auch durchaus schon ein politisches Buch, weil ich da in diesem Buch schon nach etlichen Jahren Kunstszene Berlin eine gewisse Kritik an der, wie soll man sagen, woken Kunstszene hatte. Man muss als Künstler, wenn man Erfolg haben will oder Stipendien gewinnen will, muss man schon gewisse, oder es ist sehr förderlich, wenn man gewisse Narrative bedient. Also beispielsweise die Willkommenskultur unterstützt oder gegen den Klimawandel kämpft, wenn man für Diversität ist und so weiter. Es gibt so ein paar Cluster in der Klaviatur, die sollte man idealerweise als Künstler bespielen. Dann wird man auch gefördert, dann hat man auch Chancen, ein Stipendium zu gewinnen. Wenn man das aber nicht macht, und sich mit tiefen psychologischen oder, wie ich es immer sage, selbst konfrontativen Kunstansätzen beschäftigt, dann fällt man eigentlich ziemlich hinüber. Und mein erstes Buch, Die Heldenreise des Künstlers, beschäftigt sich mit all diesen Mechanismen.
Dann bin ich wie die Jungfrau zum Kinde zum Schreiben politischer Bücher gekommen. Inzwischen ist eine große Trilogie daraus entstanden. Die Bücher stehen da drüben. Das ist die geschlossene Trilogie, die so ein bisschen zusammengehört, sind drei Werke, die haben im Schnitt zwischen 400 und 500 Seiten. Es sind sehr eklektische, sehr journalistische Arbeiten mit sehr vielen Anmerkungen und Fußnoten und beschäftigen sich im Wesentlichen mit weiteren Woken-Themen. Und da die Bücher sich immer besser verkauften, habe ich auch immer weiter geschrieben und letztendlich auch weniger gemalt. Und inzwischen ist das Schreiben vielleicht sogar noch ein bisschen dominanter geworden als meine Malerei. Wobei ich immer noch sehr gerne male, ich komme noch nicht mehr so viel dazu, wie ich es gerne würde. Das erste Buch aus der Trilogie heißt Die Wiedergutmacher und beschäftigt sich hauptsächlich mit Merkels Willkommenskultur, die ich damals schon für viel zu kurz gedacht hielt. Das zweite Buch vom Verlust der Freiheit beschäftigt sich mit weiteren Woken-Themen, unter anderem Gender, Klima ist ein eigenes Kapitel. Aber während ich das Buch schrieb, das war mit dem Verlag noch gar nicht verabredet, kam die Corona-Krise und ich habe mich intensiv in die ganze Corona- und Impfgeschichte reingearbeitet und ein Drittel des Buches in Form Verlust der Freiheit behandelt die Corona-Krise. Das Buch, das ich heute vorstellen möchte, das dritte in der Trilogie, Die Heldenreise des Bürgers, schlägt jetzt den ganz großen Bogen, das soll einen Abschluss bilden dieser Trilogie, es schlägt den ganz großen Bogen nochmal zurück zu meinem ersten Buch, weil der Titel auch, Die Heldenreise des Künstlers, Die Heldenreise des Bürgers diesmal, beschäftigt sich aber mit denselben tiefen psychologischen Mechanismen wie mein erstes Buch, nur allgemeiner formuliert. Viele Sachen sind aus dem Künstlerbuch entlehnt. Ich habe auch festgestellt, man kann einige Sätze direkt übernehmen. Da, wenn man Künstler mit Bürger ersetzt, macht das Sinn. Das ist ungefähr derselbe Mechanismus dieser Authentizität, sich tatsächlich authentisch aufzustellen. Ich würde sagen, ich lese das Buch mal ganz kurz an. Ich komme zum ersten Leseblock. Und ich habe lange überlegt, was ich lesen soll. Ich leide immer sehr darunter. 500 Seiten Bücher kann man maximal 8 oder 10 Seiten vorstellen, also im Promille-Bereich. Was lese ich? Und ich habe mich entschieden, mit dem Anfang anzufangen. Die Krise, erstes Kapitel. In den letzten Gesellschaftskritiken beschäftigte ich mich mit den deutschen Sonderwegen bezüglich Migration, Gender Studies, Klimaschutz und der Corona-Pandemie im Vergleich zu anderen europäischen Nationen. In Die Wiedergutmacher und vom Verlust der Freiheit untersuchte ich das transgenerationale Kriegstrauma als eine mögliche Ursache für die Übersteuerung in der Umsetzung globaler Agenden. Der Mangel authentisch liebevoller Zuwendung durch kriegstraumatisierte Eltern erzeugte bei der Nachfolgegeneration der deutschen Babyboomer Selbstzweifel und Schuldgefühle. Narzisstische Persönlichkeitsmuster, die sich aufgrund des Transtraumas herausbildeten, resonieren in besonderer Weise mit global lancierten Schuld- und Angstnarrativen, hinter denen sich oftmals oligarchische Interessen verbergen. Supranationale Agenden werden seitens UN, IWF, IPCC und WHO lanciert und überschreiben demokratisch ausgehandelte Entscheidungen auf nationaler Ebene. Dass diese ehemals ehrbaren Organisationen ihren altruistischen Charakter weitgehend verloren haben, da sie von privaten Investoren abhängig sind, wird von der Politikergeneration der Babyboomer negiert. Hierzulande reagiert man stattdessen mit vorauseilendem Gehorsam und Übererfüllung. Nach mühsam abgewendetem Bankenkollaps im Jahr 2008 schulterte der deutsche Steuerzahler die Hauptlast aller europäischen Bürgschaften. Als es 2011 zum nuklearen Zwischenfall in Fukushima kam, beschloss allein Deutschland das Ende der friedlichen Kernkraftnutzung bei gleichzeitigem Kohleausstieg. Das nachfolgende Programm einer rigorosen Energiewende nach Empfehlung des IPCC zeitigt seitdem die höchsten Energiepreise weltweit. 2015 nahm kein anderes Land mehr Flüchtlinge auf als Deutschland, ungeachtet großer Belastungen für den Sozialstaat, das Gesundheitssystem und die Sicherheitslage. In 2021
erließ Deutschland im internationalen Vergleich die striktesten Pandemie-Schutzgesetze und bediente damit nahezu mustergültig alle WHO-Vorgaben, ohne Rücksicht auf die heimische Wirtschaft und den sozialen Frieden. Aufgrund der German Angst lassen sich Urängste durch Krisennarrative wie Klimakollaps, Viruspandemien, Krieg und Energiemangel in Deutschland in noch stärkerem Maße evozieren als bei anderen europäischen Nationen, so meine Grundthese. Als sich beispielsweise andere Länder längst aus der Angsthypnose zur Corona-Krise befreit hatten und zur Normalität übergegangen waren, diskutierte man in Deutschland trotz entspannter Lage immer noch eine Impfpflicht. Als einziges Land der westlichen Welt stellte sich Deutschland damit in eine Reihe mit Indonesien, Ecuador, Tadschikistan und Turkmenistan. Nur um Haaresbreite konnte das verheerende Unterfangen in letzter Minute abgewendet werden und auch dies nur vorerst. Dass abgesehen von meiner These des Transtraumas weitere und weitaus ältere Spezifika der deutschen Volksseele greifen, ist unübersehbar. Das Psychogramm ist einer manischen Depression nicht unähnlich. Auch historisch gesehen waren tiefe Selbstabwertung und Grandiositätsfantasien immer gleichzeitig vorhanden. Bezüglich der mangelnden deutschen Bodenhaftung erkannte der ungarische Schriftsteller István Bíró bereits 1942 narzisstisch-schizoide Muster, die heute mehr denn je Gültigkeit haben. Zitat: Lossagung der Gemeinschaft von Realitäten, Unfähigkeit zur Lösung der vom Leben aufgegebenen Probleme, unsichere und überdimensionierte Selbsteinschätzung sowie irreale und unverhältnismäßige Reaktionen auf Einflüsse der Außenwelt. Zitat Ende. Alle ideologisch motivierten deutschen Sonderwege lassen sich auf zwei Kernaspekte zurückführen. Die neurotische Selbstablehnung deutscher Eliten einerseits, bei gleichzeitigem Ausnutzen dieses Umstands durch oligarchische globale Interessengruppen andererseits. Denn wenn es um den Abbau nationaler demokratischer Machtstrukturen zugunsten oligarchischer Netzwerke geht, findet man in der zeitgenössischen deutschen Politikergeneration stets die willfährigsten Mitstreiter. Wer sich intensiver mit dem Thema des transgenerationalen Kriegstraumas beschäftigt hat, erkennt die inhärente Struktur von Schuld, Sühne und Selbstablehnung bei der Folgegeneration. Nicht wenige deutsche Eliten haben ihre nie aufgearbeitete innerpsychische Selbstablehnung externalisiert und auf das Kollektiv übertragen. Hinter Aussagen wie Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Wer hat es gesagt? Könnte sich beispielsweise eine tiefe Enttäuschung über den abwesenden Vater verbergen. Wenn sich deutsche Minister nach der Selbstauflösung ihrer Nation sehnen, verwundert die allgemeine Willfährigkeit zugunsten globaler Agenten nicht. Bezüglich einer neuen Weltordnung im Sinne des vom Weltwirtschaftsforum in Davos geforderten Great Reset, bei der demokratische Kräfte zugunsten einer Weltregierung entmachtet werden sollen, nimmt Deutschland daher eine Schlüssel- und Vorreiterrolle ein. Bei dem Begriff Weltmacht denken viele Menschen immer noch in nationalen Kategorien. Man diskutiert die Ablösung der Weltmacht USA durch die neue Weltmacht China und fragt sich, welche Rolle Russland oder Indien dabei spielen könnten. Doch spätestens die Corona-Krise hat gezeigt, dass offenbar noch ganz andere Mächte im Hintergrund wirken, wodurch sich die nationale Machtvorstellung als anachronistisch entlarvt. Teile der USA arbeiten mit China zusammen, andere nicht. Die wirkliche Weltmacht besteht heute vielmehr in der Allianz aus den großen Vermögensverwaltern der Wall Street und den Digitalkonzernen des Silicon Valley. Diese wiederum sind Anteilseigner globaler Pharma-, Biotech-, Waffen-, Öl-, Nahrungsmittel- und Medienkonzerne. Die Vorstellung, dass souveräne demokratische Staaten ihre originären Interessen gegen diese globalen Kartelle durchsetzen können, ist ein bewusst gesetztes Narrativ. Dennoch ist sie falsch. Die Mär einer funktionierenden nationalen Demokratie, bei der jede Stimme zählt, wird elegant mit den Wogenversprechen einer gerechteren Welt verbunden. Doch in Wirklichkeit haben die wahren Machthaber die Sehnsüchte der Menschen nur adaptiert und für ihre Interessen eingespannt.
In den Thinktanks von BlackRock, Vanguard und Co. frisst man Kreide, um danach hohe Lieder auf Diversität, Gerechtigkeit, Klimaschutz, Gesundheit und Nachhaltigkeit zu singen. Das Pferd, mit dem man dann ohne jede Gegenwehr von Gewinn zu Gewinn reitet, heißt wissenschaftliche Notwendigkeit. Globale Player organisieren ihre Macht über hypermoralische Nötigung und Angstmacherei. Unerwachsene, konformistische Individuen erliegen dieser Taktik sofort. Schließlich will man gut und solidarisch sein und man will das Richtige tun. Was genau diese totalitäre Herrschaftsform einer Technokratie ist, erläutere ich in Kapitel 3. Im angeblichen Feldzug gegen Terror, Seuchen und Klimakollaps wird plötzlich möglich, wogegen sich freie Bürger früher vehement gewehrt hätten. Mit der bereitwilligen Preisgabe ihrer Geldflüsse und Daten legen die Menschen ihr Schicksal in die Hände einer kleinen Machtelite. Und immer ganz vorn mit dabei die Deutschen. Schleichend aber stetig wurden unter den globalen Angstnarrativen zum Klima- und Pandemieschutz die elementarsten Bürgerrechte abgeschafft. Unverletzlichkeit des eigenen Körpers, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Schutz der eigenen Wohnung, Schutz der eigenen Daten, Schutz des Briefgeheimnisses können mit modifizierten Klima- und Pandemieschutzgesetzen jederzeit ausgehebelt werden. Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt nicht mehr uneingeschränkt. Und die große Mehrheit der deutschen Bürger protestiert nicht gegen diese Ungeheuerlichkeiten, denn das Volk hat seine Stimme verloren. Den Hintergründen zu dieser kurz skizzierten erschreckenden Lage bin ich in meinen letzten Büchern auf den Grund gegangen. In Die Wiedergutmacher beschrieb ich dysfunktionale Prozesse wie misslungene Triangulierung, Parentifizierung und Doppelbindung, die letztendlich zu einer Infantilisierung führen. Die tiefen psychologischen Mechanismen des Transtraumas, die ich als maßgeblichen Grund für die Verunsicherung der deutschen Seele ansehe, muss ich für dieses Buch als bekannt voraussetzen. Eine kurze Skizze des Problems schilderte ich im Vorwort vom Verlust der Freiheit. Zitat: Therapeuten wie Hans-Joachim Maas weisen zu Recht darauf hin, dass es zwei Arten von Freiheit gibt. Eine formal politische, die in einer offenen Gesellschaft wie der unseren eigentlich garantiert sein sollte, und eine innerpsychische. Das Problem ist, die eine Freiheit bedingt die andere. Verunsicherte, unreife Individuen können nichts zur Sicherung und Ausgestaltung freier Gesellschaften beitragen. Menschen ohne Selbstbewusstsein sind zum Konformismus verdammt. Und Menschen ohne Selbstbewusstsein haben Probleme mit dem eigenen, das nicht erkannt, geschweige denn geliebt und geschützt werden kann. Da Menschen mit diesem Psychogramm keine echte innerpsychische Freiheit kennengelernt haben, sind sie auch kaum in der Lage, gesellschaftlichen Freiheitsverlust wahrzunehmen. Mehr noch. Normierende, autoritäre Strukturen werden sogar als entlastend erlebt. Viele Menschen, die mit diesem Psychogramm in der Kindheit beschämt wurden, fühlen sich auf eigentümliche Weise einsam und schuldig, ohne ergründen zu können, woran dies liegt. Allerdings finden viele Betroffene schnell heraus, dass sich Scham, Schuld und Minderwertigkeitsgefühle erfolgreich ableiten lassen, indem man Macht über andere erlangt. Wer eine gesellschaftliche Position erringen kann, in der er andere beschämen, maßregeln und belehren kann, vorzugsweise mithilfe zeitgenössischer Moralen, kann seinen innerpsychischen Schmerz erfolgreich lindern. Derartige Machtpositionen finden sich naturgemäß in den Bereichen Ausbildung und Lehre, Politik, Medien und Kultur. Und Verwaltung. In Wirklichkeit können narzisstische Persönlichkeiten jedoch weder in der eigenen Familie, noch in einer Liebesbeziehung, noch im gesellschaftspolitischen Raum frei, innovativ und wahrhaftig interagieren. Im Gegenteil, zur echter Bindung unfähig sind diese Charaktere auf ständigen Zuspruch von außen angewiesen. Dies bringt Mitläufertum und Opportunismus mit sich. Aber es ist karrierefördernd in der Politik. Ja, das war der erste Leseblock. Im Buch würde das jetzt weitergehen mit einem
Ja, das Buch hat schon 100 Seiten politischen Einstieg, bevor es dann psychologisch wird. Im Buch geht es jetzt noch mal weiter, auch um den Anschluss an meine anderen Bücher zu finden. Natürlich mit den beiden großen Narrativen Corona und Ukraine. Ich bilde diese beiden Themen eigentlich deshalb ab, um das Grundprinzip dieser Dichotomie darzustellen, also Themen total vereinfacht zu erzählen, das sind total vereinfachte Narrative, und eigentlich die Frage zu stellen, warum das gekauft wird. Also warum tatsächlich so einfache Narrative gekauft werden, wie Corona und Ukraine. Das hat nachher dann noch ein eigenes Kapitel, beziehungsweise das Hauptkapitel über Klimawandel findet sich in einem anderen Buch, aber hier geht es dann hauptsächlich um Corona und Ukraine. Vielleicht noch ganz kurz, Corona ist ja mein Spezialthema, ich glaube, ich habe 600 oder 700 Seiten dazu geschrieben, ich habe ja noch ein Buch speziell über die Impfung geschrieben, das Impfbuch. Das will ich jetzt hier auch gar nicht so weiter ausbreiten, außerdem gehe ich jetzt irgendwie davon aus, dass Sie relativ informiert sind, was Corona angeht. Dass das mit der Impfung so eine Sache war, ist, glaube ich, allgemein jetzt auch allgemein gut. Inzwischen haben wir ja auch die Pfizer-Zulassungsstudien, ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, die eingeklagt wurden. Ich und Gunnar Kaiser und viele andere Aufklärer haben sich ja noch mühsam Studien zusammensuchen müssen. Und wir haben 2 Jahre unglaublich recherchieren müssen und spekuliert, was ist eigentlich mit der Impfung und wieso wirkt die nicht und warum ist sie aber auch andererseits so schädlich und so. Und da waren viele Thesen dabei und auch ganz viele richtige Thesen dabei. Trotzdem hat man mich natürlich absolut abgekanzelt und als Schwurbler bezeichnet. Die Welt hat einen großen, als mein Buch so ein Erfolg wurde, das Buch hat sich wirklich sehr gut verkauft, hat sich die Welt aufgeschwungen, einen großen Artikel zu schreiben und mich da als Schwurbler zu verkaufen. Das haben die auch wirklich gut gemacht. Die haben, wenn ich den Job hätte machen müssen, hätte ich ihn genauso gemacht. Die haben es quasi so geframed, dass ein Kunstmaler ein Buch über die Impfung schreibt. Aha, war halt der große Brüller. Das kann natürlich alles nur Quatsch sein. Und so haben die das natürlich aufgebaut. Das war schon ganz gut. Jetzt inzwischen, das ist vielleicht auch ein bisschen so die Ironie der Sache, dieselbe Zeitung, Welt, hat wenige Monate später einen Wahnsinnsartikel rausgebracht in Zusammenhang mit der Schwester, mit dem Schwesterblatt Politico. Die haben tausende Regierungsprotokolle ausgewertet und haben einen, ich glaube, das ist ein Mehrteiler, also richtig umfangreiche Arbeit rausgebracht. Die Machtmaschine des Bill Gates, Hammer. Also es ist alles im Mainstream nachzulesen. Die Seilschaften zwischen Bill Gates, Angela Merkel und Ursula von der Leyen. Das ist kein Geschwurbel mehr, das ist jetzt amtlich und das ist im Grunde genommen nicht lustig. Was ebenfalls nicht lustig ist, sind die Pfizer-Zulassungsstudien. Das, was mich so geflasht hat, ist das der menschenverachtende Element, in dem man klar sagen muss, dass Pfizer das alles wusste. Also die Zulassungsstudien ergeben wirklich die hanebüchenen Ergebnisse. Es sind reihenweise, also die Frauen, die schwanger waren, die an der Studie teilgenommen haben, haben zu einem wahnsinnig hohen Prozentsatz ihre Kinder verloren und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich ganz furchtbare Daten, die alle schon erfasst waren. Das heißt, also Pfizer wusste das. Und trotzdem ist dieses Mittel auf den Markt gekommen. Das ist schon böse. Das ist schon eine wirklich böse Geschichte. Damit will ich es auch belassen. Ich habe im Buch nochmal 60 Seiten dazu geschrieben. Das nächste Kapitel wäre der Ukraine-Krieg, genau das gleiche. Der Ukraine-Krieg wird auch ungeheuer einfach verkauft in den Medien. Putin ist einfach ein zweiter Hitler geworden, er will sein Land vergrößern und hat mal mit der Ukraine angefangen. Und wenn man jetzt die Freiheit Europas nicht in der Ukraine verteidigt, dann wird der zweite Hitler nach Berlin durchmarschieren. Und deswegen müssen wir jetzt alle Kräfte bündeln und Putin in der Ukraine schlagen. Das ist so ungefähr das Narrativ. Gibt es auch kaum Widerstand dagegen. Also das wird tatsächlich so gekauft. Es gibt keine Vorgeschichte, es gibt keinen Maidan-Putsch, es gibt keine 8 Jahre Krieg im Land. Es gibt es alles nicht, sondern Putin ist einfach schuld. Und jetzt muss man aus allen Rohren schießen und Putin da Einhalt gebieten. So ein ähnlicher Hammer wie mit den Pfizer-Studien gibt es auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg, der einen auch sehr betroffen macht, nämlich
das ist bereits im März, April, also 3 Monate nach Kriegsbeginn, einen Friedensvertrag gab, was hier in den Medien überhaupt nicht kommt. Der Friedensvertrag war aber da, es war eigentlich alles verhandelt, sehr simpel, eine sehr simple Einigung, die es gab, das ist alles dokumentiert. Mit dem Ergebnis, dass Russland sich hinter die Landesgrenzen wieder zurückzieht und dass die Ukraine im Gegenzug bestätigt, nie in die NATO einzutreten. So einfach war es. Der Krieg hätte zu Ende sein können. Dann ist am 9. April Boris Johnson nach Kiew geflogen und hat diesen Vertrag verhindert. Und hinter Boris Johnson stehen sicherlich noch ganz andere Interessen. Das heißt also, das, was jetzt an Hunderttausenden Toten inzwischen entstanden ist, hätte vermieden werden können, wenn nicht ganz andere Interessen im Hintergrund daran interessiert gewesen wären, diesen Krieg zu verlängern. So einfach muss man das einfach mal sagen. Ne? Das heißt nicht, dass man Putin irgendwie entschuldigt, das heißt auch nicht, dass man das toll findet, dass Putin tatsächlich über dieses Stöckchen gesprungen ist und dieses Land überfallen hat. Das ist eine riesige Katastrophe für das ukrainische Volk. Das ist alles unbenommen. Aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, warum man letztlich diesen Friedensvertrag nicht umgesetzt hat. All diese Themen behandle ich dann auch nochmal auf 50 Seiten. Wie immer in meinen Büchern sehr mit Quellen versehen. Also das, was ich eben erzählt habe, ist auch nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Das war kein geringerer als Harald Kujat, Bundeswehr-Generalinspekteur AD und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Also es ist kein Schwätzer, sondern das ist schon eine Quelle, die kann man ernst nehmen. Und er selbst verweist auf weitere Quellen. Das ist schon genau so gewesen. Damit ist dann das erste Buchkapitel sozusagen der politische Einstieg beendet. Und dann stelle ich die psychologischen Fragen nach den Hintergründen dieser Polarisierung und auch nach den Hintergründen, warum diese einfachen Dichotomien so akzeptiert werden, so klaglos akzeptiert werden. Ich habe im Grunde 3 große Themen ausgemacht. Das eine ist die Infantilisierung der Bürger, mein Spezialthema, das sich durch alle meine Bücher durchzieht, nämlich die Frage, warum sind so viele Bürger nicht wirklich erwachsen geworden? Warum lassen die sich mit so einfachen Narrativen abspeisen? Das zweite ist ein unglaublich ausgeklügeltes Angstmanagement über die Massenmedien. Ich habe mich intensiv mit dem Buch von Michael Mayn auseinandergesetzt, ihn auch ein paar Mal getroffen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Propagandamatrix, echt lesenswert. Also da geht es wirklich um die Zusammenschaltung von Medien. Hochinteressantes Werk, kann ich in dem Zusammenhang nur empfehlen. Und natürlich, man kann sich nicht vorstellen, dass tatsächlich die Massenmedien über solche Organisationen wie die Trusted News Initiative von tatsächlich wenigen oligarchischen Gruppen ganz von oben auch gebündelt werden und bestimmte Narrative tatsächlich vorgeben können. Dass die Macht haben die tatsächlich. Und da werden eben Erzählungen vorgegeben, die wir alle kennen. In all großen Narrativen gibt es eben dann immer nur eine Wahrheit und eine große Einigkeit. Und dafür sorgen die Massenmedien. Die 3 Punkte möchte ich kurz durchgehen. Infantilisierung der Gesellschaft, mein Thema, transgenerationales Kriegstrauma. Es ist kein Wunder, ich habe schon vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so, habe ich in einem NDR-Dokumentarfilm mitgemacht. Der hieß ja der Hamburger Feuersturm. Und da wurden betroffene Kriegsgenerationen interviewt, die in Hamburg ausgebombt wurden. In meiner Familie ist es so gegangen. Und auch deren Nachfahren, also deren Kinder wurden interviewt. Und ich war auf dieser Kinderseite, also ich bin klassischer Babyboomer. Und mein Vater ist halt in Hamburg ausgebombt worden als kleiner Junge. Meine Großmutter ist letztendlich an den Kriegsfolgen gestorben. Meine Mutter ist aus dem Osten geflohen, auf dem Pferdewagen bei minus 5 Grad. Das heißt also, beide Elternteile von mir sind massiv im Krieg als Kinder traumatisiert worden. Deswegen beschäftigt mich dieses Thema so. Und ich war lange aktiv in der sogenannten Kriegsenkel-Szene. Das sind Leute, die sich psychologisch mit dieser Weitergabe dieses Traumas auseinandersetzen. Ich habe selber ein Buch dazu geschrieben, Die Heimat der Wölfe. Das würde jetzt hier liegen, wenn es nicht vergriffen wäre. Es ist leider vergriffen. Es soll neu aufgelegt werden. Das ist meine Familienbiografie. Und die beschreibt das Schicksal meiner Eltern. Ist harte Kost, ist nicht so verdaulich. Aber ein
eine wichtige Auseinandersetzung mit dem Thema Kriegsenkel. Ja, warum wird eigentlich Transtrauma, der Name sagt es ja schon, transgenerationales Trauma, das heißt, das Trauma wird über Generationen weitergegeben und vererbt. Wie funktioniert diese Vererbung? Da gibt es einen ganz eigenen Forschungszweig dazu. Man hat es bei jüdischen KZ-Opfern festgestellt, man hat es aber auch nach dem Jugoslawienkrieg festgestellt und dann als drittes hat man sich an die Kriegsgeneration der Deutschen herangetraut, weil das eigentlich jahrelang ein Tabuthema war. Die Deutschen hat man Jahrzehnte als Tätervolk gelesen und da wurde nicht so viel Aufarbeitung in Bezug auf die Opferperspektive gemacht. Aber mit anderen Volksgruppen hat man das durchaus erforscht. Das gilt aber genauso für die Deutschen, das gilt eigentlich für jedes Land oder jede Gruppe, die schwer traumatisiert wird. Die gibt es tatsächlich in der ersten, zweiten Generation Schmerz und Verunsicherung an die Folgegeneration weiter. Wie tut sie das? Auf mehrere Arten. Es gibt eine epigenetische Weitergabe, das wusste man auch nicht. Es kann sich wirklich vererben. Also Angst und Schock und Schrecken kann bei der Folgegeneration im Genom Marker anschalten, die Folgegeneration sensibilisiert für Angst. Das hat man vorher auch nicht gewusst, dass es tatsächlich so ein Relais gibt, das man anschalten kann, ein Angstrelais gibt. In meinen Arbeiten gehe ich aber weniger auf diese epigenetische Forschung ein, sondern auf die wirklich nachvollziehbaren psychologischen Mechanismen. Also was passiert mit Kindern, die später erwachsen werden? Meine Eltern waren ja jung, als sie Kinder bekommen haben. Die haben mit 20 Kinder bekommen. Das heißt, mein Vater war 11, als der Krieg zu Ende war. Und er hat 10, 12 Jahre später, war der Vater. Und er hat in diesen 10, 12 Jahren natürlich selber sein Trauma weder anerkannt noch aufgearbeitet. Es ist ganz einfach, das werden Sie selber wissen, wenn Sie Kinder haben, wenn Sie sich Kindern liebevoll zuwenden, entsteht Nähe. Und es entsteht ein Rückerinnern an die eigene Kindheit. Und wenn die eigene Kindheit traumatisch war, dann möchte man das nicht so gerne. Dann möchte man nicht mit Kindern kuscheln oder die in den Arm nehmen oder so, weil man dann emotional und rührselig wird und an die eigene Kindheit erinnert wird. Und traumatisierte Generationen neigen dazu, ihre eigenen Kinder versachlicht zu erziehen. Das heißt, die gehen auf eine andere Art liebevoll mit den Kindern um. Also ich bin also mit meiner Schwester gut versorgt worden und hatte alles als Kind, Carrera-Bahn und Go-Kart und alles, was man sich so wünscht und Moped und später Motorrad und so. Aber es gab keine emotionale Spiegelung. Und besonders frühkindlich nicht. Und es gibt namhafteste Therapeuten, die wunderbar beschrieben haben, was mit Kindern passiert, wenn man die frühkindlich nicht spiegelt. Also wenn die Eltern sich immer emotional zurückziehen. Einer meiner Lieblingstherapeuten ist John Bradshaw, der ein Buch geschrieben hat über das innere Kind. Das ist ein weltberühmter Autor und ein weltberühmter Therapeut. Und er hat es so ausgedrückt, er spricht von toxischer Scham, die Kinder haben, wenn sie von ihren Eltern nicht adäquat gespiegelt werden. Und ich lese mal ganz kurz vor, was John Bradshaw sagt, wie diese Scham entsteht. Scham wird internalisiert, wenn man verlassen wird. Verlassenheit ist ein Begriff, der beschreibt, wie man sein echtes Selbst verliert und seelisch aufhört zu existieren. Kinder können nicht wissen, wer sie sind, wenn sie kein Feedback bekommen. Dieses Feedback bekommen sie von den Bezugspersonen und das ist in den ersten 5 Lebensjahren von entscheidender Bedeutung. Verlassen werden bedeutet gleichzeitig den Verlust dieses Feedbacks. Eltern, die sich seelisch abkapseln, und das tun alle schamgeprägten bzw. traumatisierten Eltern, können ihren Kindern weder Feedback geben, noch deren Gefühle bestätigen. Da wir uns in der frühen Kindheit im präverbalen Bereich bewegt haben, hing alles von gefühlsmäßigen Interaktionen ab. Ohne jemanden zu haben, der unsere Gefühle widerspiegelte, konnten wir nicht wissen, wer wir waren. Durch Scham gebunden zu sein bedeutet, dass man sich schämt, sobald man ein Gefühl, ein Bedürfnis oder einen Trieb empfindet. Die Dynamik des menschlichen Lebens setzt sich aber aus unseren Gefühlen, Bedürfnissen und Trieben zusammen. Wenn diese Komponenten durch Scham gebunden sind, empfindet man Scham bis ins tiefste Innere. Bradshaw hat differenziert gesunde Scham, die jeder Mensch hat, wenn man
Mist gebaut hat. Also wenn man irgend, das weiß man, irgendein Bauchgefühl, wo man sagt, oh, da habe ich jetzt wirklich, da habe ich, das war nicht gut, dann empfindet man Reue und dann kann man interagieren, kann sagen, du, sorry, es tut mir leid, das und das wollte ich nicht oder so. Toxische Scham bedeutet nicht, dass man Scham auf der Handlungsebene empfindet, sondern innerpsychisch, dann ist man ein Fehler, man ist der Fehler. Man hat nicht einen Fehler gemacht, sondern man ist der Fehler. Das kann man nur heilen, indem man ausagiert, indem man überträgt und idealerweise dann, also entweder man heilt es tatsächlich therapeutisch oder durch das, was ich in meinen Büchern empfehle, nämlich über Kreativität und andere Dinge, wo man sich wieder näher kommt und diese Dinge sich selber geben kann, oder man nimmt den anderen Abzweiger, den narzisstischen Abzweiger, und fängt an, andere mit Moralen zu belehren und zu beschämen und den Oberlehrer rauszuhängen. Das ist sozusagen die andere Variante. Ja, damit möchte ich es auch mit der Beschreibung des Kriegstraumas belassen. Das, natürlich ist es ein wahnsinnig weites Feld. Ich habe, wie gesagt, da mehrere, wahrscheinlich auch 100 Seiten drüber geschrieben. Das ist jetzt wirklich nur ein ganz kleines Schlaglicht. Mehr kann ich da jetzt auch nicht machen. Wie lange lese ich jetzt? Eine Stunde nicht, ne? 40 Minuten. Okay, also Sie halten noch ein bisschen aus bis zur Pause. Locker. Dann, ich denke, wir machen ungefähr 60 Minuten. Genau, dann kann ich zum zweiten Punkt kommen, nämlich der Angstmache. Die Angstmacherei, die seitens der Medien läuft, ist ja wirklich kaum noch, manchmal ist es ja letztes Jahr real, Satire. Es geht entweder um den Virustod oder um den Hitzetod oder um den Atomtod. Also, weil es ist immer der Tod und es gibt immer eine Deadline und es ist immer ganz bald. Und es ist immer ganz schrecklich. Und die Frage, wie Menschen auf Angst reagieren, hat unmittelbar mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe. Es gibt, heute hat mir mein Freund Alexander gerade erzählt, die Bayern haben keine Angst, sind nicht so leicht ins Boxhorn zu jagen. Die Bayern sind stabiler, also vielleicht sind die Norddeutschen da schneller ins Boxhorn zu jagen, ich weiß es nicht. Ich würde es Ihnen wünschen, dass man Ihnen nicht so leicht Angst macht. Aber Menschen in Angst reagieren auch Stereotyp. Also Menschen, die Angst haben, fangen an, sich zu verändern. Und ich bin da nochmal auf eine Aussage gestoßen, die ich wirklich enorm wichtig finde, was das Menschenbild angeht. Es wird ja immer philosophisch diskutiert, ist der Mensch per se gut? Oder ist der Mensch per se schlecht? Und Sie kennen vielleicht die These von Rousseau, Jacques Rousseau, der sagt, der Mensch ist von Natur aus gut, ich glaube, es nachgewiesen zu haben, und der dann die Idee von dem edlen Wilden beschreibt, dass wenn die Bedingungen stimmen und der Mensch in friedlichen, naturverbundenen Gemeinschaften lebt, dass der Mensch per se gut ist vom Charakter. Das ist so die eine Fraktion. Die andere Fraktion, das war die Aufklärung gesagt, aber auch die Kirchenfürsten haben das gesagt und gesagt, nee, der Mensch ist nicht per se gut, es gibt sowas wie die Erbsünde und der Mensch ist schlecht per se und es hat mit den Bedingungen gar nichts zu tun und wir müssen, da der Mensch per se schlecht ist, müssen wir von oben Regeln erschaffen und Regeln verhängen, damit die Menschen nicht aus dem Ruder laufen. Und diese beiden Positionen, die stehen sich so ein bisschen gegenüber, ist der Mensch gut, ist der Mensch böse. Und die dritte Position, die Frau Drewermann gerade gelesen hat, die finde ich wahnsinnig wichtig, weil ich finde, dass Drewermann die richtige Frage stellt. Er stellt nämlich die einzig richtige Frage, kann ein Mensch gut sein, der Angst hat? Und ich glaube, mit der Frage kommt man wirklich weiter. Ich glaube es nicht, weil Drewermann glaubt es auch nicht. Solange Menschen Angst haben, können sie nicht gut sein. Da haben sich sozusagen diese philosophischen Fragen erledigt. Und Drewermann schreibt, in der Angst weicht den Menschen förmlich der Boden der Kultur unter den Füßen und er stürzt wie durch ein Loch um Jahrhunderttausende zurück in die Tiefen der Vorzeit. Das heißt, das, was wir kulturell errungen haben an den ganzen ethischen Werten, Gleichheit, Friede, Freude, Eierkuchen, dann ist ganz schnell vorbei, wenn sie eine Gesellschaft in einen Angstraum verwandelt. Und ein bisschen oder ganz schön, finde ich, konnte man das anschmecken bei Corona.
Also, wenn Menschen Angst haben, ist Schluss mit Lustig, ist auch Schluss mit Toleranz. Und dann kommen ganz schnell Effekte zustande, die andere schon lange vor mir und vor anderen Denkern beschrieben haben. Also Hannah Arendt hat das beschrieben, was in einer Gesellschaft im Angstraum passiert, wenn es zur sogenannten Massenbildung kommt, muss sich das Ventil entladen auf Schuldige. Und die findet man dann auch. Und die treibt man dann auch vor sich her. Und das geht, das ist gnadenlos, das ist ein gnadenloser Prozess. Der dritte Punkt als Ursache für die Akzeptanz der Dichotomie ist, habe ich vorhin angedeutet, Massenmedien. Dahinter steht Philanthrokapitalismus und Technokratie. Das sind alles eigene Kapitel in dem Buch, wo ich nochmal erkläre, wie die Massenmedien funktionieren, wo ich den Mechanismus von Philanthrokapitalismus erkläre, also die berühmte Förderung der Philanthropen über gewisse Einrichtungen, NGO-Einrichtungen, letzten Endes Terrain zu bereiten, um Geschäftsmodelle umzusetzen. Und das muss man erstmal kapieren. Früher hätte man einfach Insidergeschäfte dazu gesagt. Wenn man die Themen wirklich mal aufbohrt, Corona und alles, was bei Corona rausgekommen ist, aber jetzt auch neu, was jetzt neu rauskommt bei Klima, was auch die Netzwerke um den Greichen und so und was die Verwicklung von BlackRock in Klimatechnik ergeben hat, dann steht, bei der Ukraine ist es nicht anders im Übrigen, da gibt es ähnliche Netzwerke, die auch gut verdienen gerade. Dann stellt man fest, dass das sind echte Longplayer, die sind wirklich klug und die haben Think Tanks, die arbeiten seit Jahrzehnten an einer Agenda. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, da wird über Wissenschaftler und über NGO-Organisationen ein Narrativ gesetzt, das wird jahrelang verfolgt, manchmal Jahrzehnte. Und dann gibt es eine Zeit der Reifung und dann gibt es eine Zeit der Ernte. Und dann wird abkassiert, aber richtig. Und wenn man sich anguckt, wie das bei Corona gelaufen ist, mit welcher Akribie diese Netzwerke zusammengekauft wurden und vorbereitet wurden, mit leitenden Universitäten, mit leitenden Wissenschaftskonsortien, die man über Jahre gefördert hat, mit Biowaffenforschung, mit Militärs und verschiedenen anderen Netzwerken, die jahrelang an einem Narrativ gearbeitet haben. Und im Grunde genommen, um dann wirklich im Schockmoment abzuernten und zu sagen, jetzt kann sie nur noch diese Spritze retten und dann Milliarden umsetzen. Und so ähnlich ist es jetzt mit Klima auch. Es gibt, dieses Narrativ ist enorm wichtig für die großen Vermögensverwalter. Die haben alle drauf gesetzt. Die haben auf die Technik gesetzt. Die haben auf, das ist eine riesige Industrie, die dahinter steht, ob das Solarindustrie ist, Windkraftindustrie oder Wärmepumpenindustrie, das ist keine Kleinigkeit, da werden wirklich Milliarden mit umgesetzt. Und es gibt natürlich nichts Besseres, als wenn der Staat oder noch besser von ganz oben supranationale Organisationen, das IPCC oder die WHO, einfach sagt, das ist jetzt Gesetz, das ist bindend und das überschreitet nationale Interessen, wir müssen um den Planeten zu retten, diese Seuche verhindern, wir müssen den Planeten retten, dieses Klimakollaps retten und das geht nur so und so und so. Und dann hat man die Industrie vorher zusammengekauft und hat die Lösung anzubieten. Das ist schon clever. Bis zur Pause werde ich noch ganz kurz dieses Geschäftsmodell der Technokratie anlesen. Das kleine Stück, was ich jetzt nur lese, sind 10 Minuten, dann machen wir eine Pause. Und dann bin ich immer noch nicht zum Thema gekommen, nämlich der Heldenreise, was die Heldenreise eigentlich ist. Das würde ich gerne in der zweiten Hälfte machen. Da werde ich nochmal erklären, was eigentlich der Mythos ist, was die Heldenreise ist. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen so im Frage-Antwort-Dialog nochmal rausarbeiten, was eigentlich die Heldenreise sein soll. Und jetzt lese ich nochmal kurz das, was ich eben erklärt habe, die Technokratie. Technokratie, Zitat von Gunnar Kaiser. Der unbekannte große Player auf dem Markt der politischen Ideologien ist heutzutage nicht mehr der Kommunismus oder der Kapitalismus, sondern die Technokratie. Zitat Ende. Welche Regierungsform entspräche wohl am ehesten der Wunschliste infantiler Charaktere? Kinder suchen nach Verlässlichkeit,
Sicherheit, Verantwortungsabgabe und Angstbefriedung. Keine Ideologie verspricht mehr Erfüllung dieser Wünsche als eine Technokratie. Eine Welt, deren politische Entscheidungsgrundlagen auf wissenschaftlichen Notwendigkeiten beruhen, verheißt den bestmöglichen Weg zur Problembewältigung, gibt den alternativlos richtigen Weg des politischen Handelns vor und als Sahnehäubchen obendrauf gibt es noch die Absolution von jeglicher Eigenverantwortung. Als narzisstische Persönlichkeit braucht man sich selbst keine Gedanken mehr zu machen. Anstelle des mühsamen Selbstdenkens kann man sich ungehemmt für das einzig Wahre und Gute einsetzen, solidarisch sein und alle Segnungen eines selbstgerechten Lebens genießen. Wie subjektiv, streitbar, irrtümlich und wandelbar Wissenschaft in Wirklichkeit ist, wurde in unzähligen Büchern geschrieben. Die letzten zwei, die dazu gerade noch auf meinem Schreibtisch liegen, sind Jenseits von Materie und auf dem Holzweg durchs Universum. Die einige Wissenschaft gibt es nicht. Was es hingegen gibt, ist eine gezielte Auswahl wissenschaftlicher Positionen, die in den Medien zu Wort kommen. Freie Wissenschaften zeichnen sich gerade dadurch aus, nicht einig zu sein und betonen stets die prinzipielle Unmöglichkeit, den letzten Stand der Wirklichkeit zu erfassen. Dies ist für infantile Charaktere jedoch ziemlich unverdaulich. An was soll man sich denn sonst halten? Wie das Geschäftsmodell des Philanthrokapitalismus zeigt, liegt das eigentliche Problem auch weniger auf dem Feld der Wissenschaften als in deren Missbrauch. Der Grund, warum sich eine Technokratie so hervorragend zur totalitären Machtergreifung eignet, ist dem Umstand geschuldet, dass es sich um eine ideologiefreie Ideologie handelt. Den Kern dieser Problematik, in der die Politik vorgibt, sich lediglich an objektiver Wissenschaft zu orientieren, hat der amerikanische Dramatiker und Philosoph C.J. Hopkins beschrieben. Bei einem Treffen in Berlin erläutert mir Hopkins nochmal das Problem. Gerade weil die Corona- und Klimanarrative als objektive Wahrheiten daherkommen und nicht als Ideologien, bleibt der kultische Charakter der Lösungsansätze unerkannt. Wie in jeder Sekte merken die Mitglieder des neuen Kultes nicht, dass sie einer Verzerrung der Wirklichkeit aufsitzen. Innerhalb des Kults gibt es nur eine zulässige Deutung der Wirklichkeit und diese zeigt zweifellos den richtigen Weg auf, um die übergroßen Gefahren abzuwehren. Zitat nochmal von Gunnar Kaiser. Im Grunde ist das pathologisierte offizielle Narrativ mächtiger und heimtückischer als jede Ideologie, da es nicht als Glaubenssystem oder Ethos, sondern als objektive Realität funktioniert. Man kann nicht mit der Realität streiten oder ihr widersprechen. Die Realität hat keine politischen Gegner. Diejenigen, die die Realität in Frage stellen, sind verrückt. Dieses Narrativ kommt ohne weltanschauliche Forderungen an ihre Anhänger aus, was es ideal für eine Zeit macht, in der die Menschen vor allem eines wollen, in ihrem hedonistischen Konsumismus nicht gestört werden. Die Tatsache, dass es sich bei der geistigen Grundlage des Kults gewissermaßen um ein ideologiefreies Narrativ handelt, dass sich also weder Rhetorik des Klassenkampfs noch der rassistischen Biologismus oder Sozialdarwinismus zu eigen macht, ist der Grund dafür, warum weder Rechte noch Linke sich dem Kult als Gegner entgegenstellen. Deren Immunsystem ist auf einen anderen Feind eingestellt, wahlweise auf den mit roten Fahnen winkenden Weltkommunismus oder auf den kulturreaktionären Faschismus. Der Kult ist beherrscht von einem Narrativ, das obendrein ohne Führer- und Personenkult auskommt, das seine Gestalt wechseln kann und in unserer Gesellschaft daher einen Organismus ohne nennenswerte Abwehrkräfte vorfindet. Zitat Ende. Als ideologiefreie Ideologie kann sich eine Technokratie als alternativloses Vorgehen durchsetzen, da man ja lediglich das offensichtlich Naheliegende und Notwendige tut. Demokratische Prozesse zur Meinungsfindung sind obsolet. Corona zeigte noch 1945 erstmalig, was es bedeutet, wenn die gesellschaftlichen Immunsysteme gegen eine derartige Totalität versagen. Gegen die Realität des angeblichen Killervirus ließ sich nicht mehr protestieren. Man konnte nur noch die Weisungen der Experten entgegennehmen, die Ärmel hochkrempeln und dankbar die sicheren und wirksamen mRNA-Injektionen des Impfkartells empfangen. Journalisten, Intellektuelle, Künstler, Medien, Justiz und Politik zogen nahezu geschlossen an einem Strang. Der Riss in der Gesellschaft entstand nicht mehr entlang ehemaliger politischer Verortungen, sondern ganz unten rechts am Verzichtbaren blieb da. Zitat von Sarah Rossetti.
In Bezug auf die notwendige Sollbruchstelle zwischen den Vernünftigen und den Verrückten gab es wenig zu bedauern. Von der SPD bis zur AfD war man sich weitgehend einig und begehrte nicht gegen Merkels Lockdown-Agenda auf. Wer sich dagegen aussprach, die Not der Gesellschaft zu wenden, galt als krankes, verzichtbares Organ, das abzusondern ist, oder, um es mit den Worten Markus Söders auszudrücken, als Sünder. Markus Söder hat eine Volksansprache gehalten per Video, die exemplarisch ist für die Umsetzung einer technokratischen Agenda. Das werde ich kurz mal anlesen, was er da gesagt hat. Also Zitat Markus Söder. Wir stehen vor gewaltigen Aufgaben. Corona ist eine ganz große weltweit. Der Klimawandel bleibt eine epochale Herausforderung für uns alle. Wie müssen wir darauf reagieren? Nun, es gibt Erkenntnisse darüber. Es gibt Vorschläge und Ratschläge von den besten und schlauesten Köpfen der Welt, wie man auf das eine, Corona, als auch auf das andere, Klimawandel, reagieren sollte. Es ist eigentlich nicht so schwer, diesen Empfehlungen zu folgen. Und politisch umzusetzen bringt Ertrag und kann helfen. Wir tun das in Bayern und auch überwiegend in Deutschland. Aber was schwierig ist, wo bin ich? Aber was schwierig ist, dass es Menschen gibt und auch zum Teil politisch Verantwortliche, die das ignorieren, die das leugnen und die das Gegenteil davon behaupten. Es gibt den Klimawandel. Ihn zu leugnen ist Sünde. Es gibt Corona als Herausforderung. Es ist nicht nur eine leichte Grippe. Es zu leugnen kann Leben gefährden und zwar in existenzieller Form. Zitat Ende. Und wann war das? Das war, da müsste ich jetzt, das müsste ich nachschlagen. Ende 20. Ich würde auch sagen Ende 20. Vor der Impfung noch. Da gab es so Sonderansprachen und so. Die Aussagen Markus Söders, die ich bereits im Formverlust der Freiheit zitierte, sind deshalb so wichtig, weil sie den totalitären Mechanismus einer Technokratie aufzeigen. Wissenschaftsleugner sind Sünder und Ketzer von heute. Sie gefährden das Wohl der Gemeinschaft und dies kann der Staat nicht zulassen. Nicht umsonst rückte Söder Querdenker in die Nähe von Terroristen. Die Corona-Maßnahmen haben erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik nach 1949 die unveräußerlichen Grund- und Bürgerrechte, die der deutsche Staat unter keinen Umständen missachten oder aufheben sollte, de facto doch aufgekündigt. Legislative und Judikative sind unter Merkel derart verschmolzen, dass eine echte Gewaltenteilung aufgehoben wurde. Hunderte Bürgerklagen gegen diesen ungeheuerlichen Vorgang werden seitens des Bundesverfassungsgerichts unter Leitung des Merkel-Intimus Stefan Habart gar nicht erst bearbeitet. Jetzt machen wir Pause.